Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Ja, auf Wunsch eines einzelnen jungen Herrn hatte ich nun verschiedene Hähnchenfleisch-Reisrezepte ausprobiert. Ja, und dies ist eine schnelle, günstige, einfache Hähnchenreispfanne, die mein Sohn sich gerne zwischen Uni, Nebenjob und Fitnessstudio in die Pfanne haut. Und so lasse ich euch gerne daran teilhaben, was man mit diesen zwei Basic-Zutaten alles zaubern kann. Und so komme ich auch schon zu den heute benötigten Zutaten. Kokosöl, tiefgefrorenes Buttergemüse, roher Reis, Wasser und ein Brühwürfel. Ärmel hoch und los. 2 Esslöffel Kokosöl werden in die Pfanne gegeben und erhitzt. Darin werden dann 500 Gramm Hähnchengeschnetzeltes kräftig angebraten und nach dem kräftigen Anbraten aus der Pfanne genommen und beiseite gestellt. Nun wird ein Päckchen tiefgefrorenes Buttergemüse zugegeben. Da dem Buttergemüse Butter schon beigemengt ist, brauchen wir kein zusätzliches Fett. Das Buttergemüse wird gut angebraten und im Anschluss kommen 300 Gramm roher, gründlich gewaschener Reis hinzu. Gewürzt wird mit einem Brühwürfel. 400 ml Wasser werden angegossen. Unter gelegentlichem Rühren köchelt das Ganze nun 10-15 Minuten. Wenn die gesamte Flüssigkeit verkocht ist, wird das Fleisch zugegeben und kurz untergerührt. Ja, und wie man sieht, war das heute wirklich ein Blitzrezept. Guten Appetit! Nach und nach lasse ich euch gerne an weiteren Reis- und Hähnchenfleischrezepten teilhaben. Liebe Grüße, bis ganz bald, eure Jana.